Hallo, meine Lieben. Ja, ich habe ein bisschen gebastelt. Bin endlich mal wieder dazu gekommen. Und zwar habe ich mir in letzter Zeit ziemlich viele Memory-Deck-Karten angeguckt. Fand die total schön und wollte auch gern welche nachbasteln. Mein Problem war immer, dass ich diese Stanze nicht habe und auch immer noch nicht habe. Aber ich habe mir jetzt so ein Rohling hier gebastelt, damit ich hier diese Stanzung quasi habe. Und die lege ich dann immer auf mein fertig geschnittenes Papier drauf und dann kann ich das eben nachmalen. Erst hatte ich es probiert mit Anzeichnen und mit so einem, mit so einem Locher. Das geht einigermaßen, aber wenn man mal ein bisschen verrutscht, dann sieht es echt doof aus. Also mit dem Nachzeichnen funktioniert es für mich besser. Genau, ja, so habe ich das dann gemacht und ich zeige euch mal meine ersten Versuche, die ich so gemacht habe. Hier habe ich ein Set von Stampin' Up genommen, das neue, was momentan echt mein Lieblingsset ist, und habe es dann mit den Stempelkissen von Stampin' Up dekoriert. Hier außen habe ich noch ein bisschen von dem drauf gemacht. Ja, und mit dem Stanzteil, was ich von der Messe mir geholt hatte, von der Kreativa, da habe ich unten noch diesen Rasen gemacht, fand ich ganz niedlich irgendwie. Und ich habe hier mal was Neues ausprobiert, und zwar habe ich hier erst das Nilpferd gestempelt und habe dann mir eine Schablone von dem Nilpferd gemacht, habe die draufgelegt und habe dann da drauf das Känguru mit dem Koala-Bärchen gestempelt, so dass das quasi so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ja, hat auch sehr gut funktioniert und ich habe mir von den ganzen Teilen jetzt hier solche, ich guck mal, wo habe ich die denn? Da, ich zeige euch das mal kurz. Ja, hier habe ich noch ein fertig gestempeltes. Also ich habe mir jetzt hier überall solche Schablonen gemacht und ja, da lege ich mir die dann immer hin und dann kann ich halt oben drüber stempeln. Und damit hatte ich mir auch, wo habe ich es denn hingelegt? Achso, nee, ich habe es schon weggepackt in mein süßes Büchlein hier, was ich mal von Miss Fruchteis bekommen habe. Da packe ich immer meine Sachen rein. Und da habe ich mir hier so ein Hintergrundbildchen gemacht. Und habe da so ganz viele, also vorne das Nilpferd halt und dann überall immer die Schablonen drauf. So, dass ich dann eben am Ende habe ich wirklich diese Sachen hier gestempelt, die halt ganz hinten sind. Und hatte da sämtliche Schablonen oben drauf liegen. Upsi. Ja, finde ich ganz cool. Und ja, wie gesagt, die Schablonen, das ist echt nützlich. Das ist zwar doof und ziemlich viel Arbeit, gerade bei diesen ganz feinen Dingern, wenn man die einmal ausschneiden muss. Aber man macht es halt einmal und kann die Schablonen immer wieder verwenden. Und ich finde, das macht echt schöne Effekte. Also ich finde, das hat sich gelohnt. Das werde ich auch mit mehreren Stempeln machen, wo mir das eben, die mir gut gefallen und wo man gut auch sowas machen kann, dass man die in verschiedenen Ebenen stempelt. Ja, wie gesagt, hier habe ich das auch gemacht, dass halt das Nilpferd hier vorne ist und das Känguru so ein bisschen nach hinten verschwindet. So, dieses hier, da habe ich auch von Stampin' Up mir ein Set genommen. Und zwar ist das Am Ufer. Und ich liebe dieses Set und vor allem liebe ich diesen Spruch. Jede Geste der Freundlichkeit. Aber ich habe diesmal einen anderen benutzt. Und zwar, Freundschaft macht gute Zeiten schöner und schwere Zeiten leichter. Ja. Finde ich auch ganz niedlich. Ist jetzt nicht mein absoluter Favorit, muss ich sagen, aber ich finde es okay. Ich finde, die Farbwahl habe ich nicht so gut getroffen. So, hier habe ich, das war ein Papier, das habe ich mal in einer Tauschpost gehabt. Und da hatte ich noch so viel über und da habe ich mir einmal hier von so einem Papier so einen Schmetterling ausgeschnitten. Und ja, vorher einmal diese Dinger hier so durch die Big Shot gekurbelt, also hier auch.
hier hatte ich es anders gemacht. Und zwar, ich zeige es euch mal kurz. Da habe ich einfach dieses Ding hier genommen, die Ecken mir abgerundet und dann halt diesen, wo man so einen Eingriff quasi hat. Ich habe doch hier irgendwo ein Papier, da kann ich es doch gerade mal zeigen. So, also wenn man das hier locht, zack, dann hat man hier wie so einen Eingriff. Und wenn ich das jetzt hier abschneide, dann habe ich eben wie so ein Tech-Teil. Und auf der anderen Seite habe ich dann einfach hier schwupp abgerundet und schon sieht das ganz nett aus. Ja, genau, so habe ich es hier gemacht. Der Stempel hier, der ist auch von einem Stampin' Up Set. Und zwar ist das dieses Set hier. Da habe ich mir diese Libelle genommen und habe mir die noch einmal in Minzmakrone gestempelt. Ja, habt ihr ja schon mitbekommen. Also Minzmakrone ist meine momentan echt Lieblingsfarbe, die aber wahrscheinlich von einer Farbe abgelöst wird, die ich nämlich schon im Katalog gesehen habe. Ja, und hier habe ich eben auch mit demselben Stanzteil auch nochmal dran lang gestanzt, dass sich das so ein bisschen widerspiegelt. Und den hier mit Dimensionals aufgeklebt und den hier halt direkt aufgeklebt. Ja, das ist auch ein Stampin' Up Set und zwar war das ein Set, was man sich aussuchen konnte bei der Celebration. Und das ist dieses hier. Und da habe ich mir diesen süßen kleinen Panda genommen. Und übrigens diese Hintergrundgeschichte, die ihr hier seht, dieses hier, das ist einfach vom Baumarkt. Ihr kennt bestimmt diese Farbpaletten, wenn man sich Farbe aussucht. Und da gibt es immer diese Streifen mit den Farbpaletten. Und das ist sowas hier. Das Einzige, was nicht so schön ist, das ist ja sehr hochglänzend. Und leider ist hier der Stempel hier oben drauf ein bisschen verwischt. Ich finde es aber gar nicht so schlimm. Hier übrigens der Hintergrund ist auch dieses Teil. Ja, und das finde ich eigentlich ganz süß. Das zu benutzen, wie gesagt, ist es nur ein Problem, direkt drauf zu stempeln, weil das eben hier auf den glatten Seiten ein bisschen verschmieren kann. Ja, hier wieder dieses Set, was ich auch hier benutzt habe. Wie heißt das denn eigentlich? Ich benutze das andauernd. Wild, so, Wild auf Grüße heißt das. Genau, so mein absolutes Lieblingsset und ich weiß nicht mal, wie es heißt. Jetzt weiß ich es, Wild auf Grüße. Und hier habe ich hier diesen Spruch, zusammen sind wir ein tolles Team. Und hier habe ich die mit Absicht mal farblos gelassen, damit sie eben ein bisschen rausstechen. Das Einzige, was ich koloriert habe, sind die Nasen, weil mir sonst der Koala-Bär so dolle untergegangen wäre irgendwie. Also ich finde der, wenn man den nicht besonders anmalt, dann sticht der gar nicht raus. Deswegen habe ich den hier einmal die rote Nase verpassen, dann dachte ich, komm, wenn der jetzt eine rote Nase hat, dann kriegt das Känguru auch eins. Hier habe ich dann endlich mal den Stempel vom Action ausprobiert, den ich zusammen mit Miss Fruchteis gekauft habe. Die süßen Igelchen, auf die ich so scharf war. Und hier habe ich wieder ein Set von Stampin' Up genommen. Und zwar dieses Mal war es dieses Set hier für Freunde. Und da habe ich dieses Du bist großartig und ja, genau du rausgenommen, weil ich die Sprüche irgendwie so süß fand. Also es passte für mich irgendwie so schön zu diesem Bild. Ihr seht, ich habe bei dem Igel hier leider ein bisschen zu doll aufgedrückt. Den hatte ich zuerst gestempelt. Und ich muss sagen, die Stempel sind okay, aber da hat man nicht so lange Freude dran, ne? Weil die lösen sich doch relativ schnell von den Acrylblöcken beziehungsweise von der Folie, wo sie draufkleben, lösen sie sich wieder ab. Also beim Acrylblock ist es nicht abgegangen, aber auf der Folie. Und dann weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich bewege es hier mal ein bisschen hin und her. Da habe ich mit Gold, und zwar mit diesem hier, habe ich da im Hintergrund einfach mit diesem Teil hier überall so ein bisschen, damit die Schmetterlinge, die da geprägt sind, so ein bisschen rauskommen und habe den Rand nochmal damit eingefärbt,
weil ich das immer ganz schön finde. Und sonst war mir die Karte ein bisschen zu langweilig. Und ja, das Hintergrundpapier habe ich da auch einfach wieder was ich schon erzählt hatte, das Papier, was ich in der Tauschpost hatte. Das habe ich da verwendet, weil ich fand, das passt so ganz gut zu diesem herbstlichen. Ja, genau. Und mit dem Goldschimmer fand ich das dann auch nicht mehr so langweilig und nicht mehr so schlicht. So, und die letzte Karte, und die gefällt mir wirklich gut, da habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar hier habe ich mir erstmal oben natürlich durch die Big Shot gejagt mit so einem schönen Bordürenteil. Ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Ich glaube, vom Action hatte ich das mal. Und habe auch dieses Papier genommen, was ich hier habe. Und dann bin ich beigegangen, habe das erstmal zurechtgeschnitten. Und als das zurechtgeschnitten war, bin ich mit meinem Bessermark-Stift mit der breiten Seite hier einmal drumherum gefahren und habe mein neues Kupfer ausprobiert. Ich fand, das passte so schön irgendwie dazu. Und dann habe ich noch so einen billigen Stempel, keine Ahnung, wo ich den her hatte, auch mal vom Action oder so oder aus China sogar, habe ich mir dann dieses Herzchen gestempelt und habe das auch hiermit nochmal, also mit dem Versamark gestempelt und dann eben embossed. Und dann hatte ich hier die Idee, erst wollte ich nur hier ein Teilchen dran machen und hatte dann die Idee, an der Kette irgendwie so ein bisschen Gebamse irgendwas dran zu machen. Und dann fiel mir aber die in die Hand, weil ich in einer Tüte meine ganzen kupferfarbenen Sachen hatte. Und da fiel mir die in die Hand und dann dachte ich, Mann, das ist doch eine coole Idee. Machst hier einfach noch eine Schlaufe und dann kannst du die dazwischen hängen. Ja, und eigentlich finde ich es ganz lustig. Ja, so ein bisschen das Finigrane und ja, ich finde es ganz schön. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich werde garantiert noch ein paar machen. Und sobald es diesen Locher wieder gibt, der ist irgendwie überall wirklich ausverkauft, außer in einem englischen oder amerikanischen Shop habe ich ihn gesehen. Aber ich weiß immer nicht mit dem Porto, wenn man da aus Amerika Sachen bestellt. Das möchte ich eigentlich nicht so gern. Deswegen habe ich jetzt gesagt, nee, komm, du wartest jetzt einfach, bis das Ding wieder verfügbar ist bei Amazon. Das wird ja mit Sicherheit irgendwann der Fall sein. Und dann kann ich es mir ja immer noch kaufen. Ja, ihr Lieben, das waren meine Memory Decks Karten. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Freude gemacht. Und ich werde mal gucken, vielleicht schneide ich gleich noch ein bisschen was vom Gebastelten mit rein. Ich habe nicht alles gefilmt. Ich habe die ganze Deko habe ich nicht gefilmt. Aber so ein bisschen bei der Vorbereitung und vielleicht schneide ich da noch ein paar Sachen mit rein. Mal gucken. Okay, ihr Süßen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald.